So, herzlich willkommen zum nächsten Jackson Craft LP. Ja, zum Thema von dem alten Minecraft LP beziehungsweise von dem Tagged Kingdom. Tagged Kingdom? Ne. Wie hieß das Ding jetzt nochmal? Hexed Kingdoms. Hexed Kingdom Projekt. So, ganz langsam. Oh, leck, hi. Naja, also das Ganze ist mehr oder weniger abgebrochen. Also, das Ding war, ich hatte zwar einiges aufgenommen, es waren, ich habe keine Ahnung wie viele Stunden, es waren mehr als genug, eigentlich mehr als genug für die nächsten 1, 2, 3 Monate oder so wahrscheinlich. Also, ja, das Problem dann aber war, dass alles ein bisschen anders kam und am Schluss hat er im Prinzip halt einfach keiner mehr wirklich Lust hier auf das Modpack und so, und Hexe ist halt, ich meine, Hexe ist ein geiles Modpack und so, aber irgendwie nach kurzer Zeit ist es halt so, boah, okay, alles einmal schon mal durchgemacht und so, gibt's noch irgendwas Neues, nee, gibt's nicht mehr, okay, gut, dann, so nach dem Motto hat halt irgendwie auch keiner mehr Lust und so, und naja, ich weiß es nicht, wieso, das. Gut, klar, ich meine, es ist eigentlich verständlich. Man, ich Hexed ist halt nicht unbedingt ein Pack, wo man sagen kann, okay, baut man sich halt großartig auf und so, und aber ja, ich meine, man baut sich halt eine kleine Hütte, macht alles mal durch, macht sich halt Rüstung und ist eigentlich mehr oder weniger fertig. Und ja, naja, ich meine, es ist halt so ein Ding, wo man sagen muss, ja, es macht eine gewisse Zeit lang echt mal Spaß, aber irgendwie, es geht halt einfach nicht weit, es gibt halt kein wirkliches Ziel. Und selbst mal, wenn man gemacht hat mit König und so, dass das Ganze ein bisschen langlebiger wird. Wow. Naja, gut, gleich, ich meine, geht's mal vielleicht für eine Zeit lang besser und so, aber es ist halt nichts jetzt wirklich, wo man sagen kann, das ist halt praktisch so ein Ding auf Dauer oder so. Also das ist es definitiv nicht, nope. Und naja, dann so dazu geführt, dass er am Schluss mehr oder weniger irgendwie keiner wirklich Bock hatte, das Ganze weiterzumachen. Und alle waren mit mir, also was mit mir, eingeschlossen mir, waren dann eigentlich alle inaktiv. Gut, ich meine, Tom war ab und zu mal online und so, Erik auch mal wieder, aber weil man sagen muss, Erik war eigentlich selbst sehr, sehr inaktiv am Schluss, und obwohl er eigentlich selbst mit dem Projekt begonnen hat und so, selbst einen Server gehostet hat, beziehungsweise gemietet hat und dafür bezahlt hat. Und naja, ich weiß es nicht. Die machen jetzt irgendwie so ein. Boah, was machen denn die gerade? Ich weiß es gar nicht. Irgendein. Ne, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das Modpack heißt. Irgendein anderes Ding. Hat aber alles so ein bisschen was von Hexe und so ein Tacket-Mischung. Also, ich habe keine Ahnung, was es genau ist, aber. Naja, das Ding war, ich habe gesagt, nee, ich habe nicht wirklich Bock drauf. Und what the? Das ist große Spinne? Ist das eine ganz normale Spinne? Spider. Okay. Sieht ja gerade riesig aus. Du bist keine Spinne. Okay. Hi Zombie. Hi kopfloser Zombie. Stimmt. Okay, top ein Gehirn, ohne dass er eigentlich einen Kopf hat, aber okay. Alter, leck nicht rum. Naja, und also, zu was er dann so letztendlich kam, war, dass ich halt dann, ja, von dem Projekt halt einfach ausgestiegen bin und gesagt habe, nee, ich mache nicht mehr weiter oder ich mache nicht mehr mit und so. Und ja, ich habe jetzt halt die restlichen Folgen von Hexed Kingdom gelöscht. Ich meine, gut, es war vielleicht nicht unbedingt jetzt der richtige Zug von mir, die Folgen zu löschen. Ich meine, ich habe es so nicht unbedingt gewusst, dass es das so passieren wird, aber ich hab's geahnt. Es ist einfach so, naja, ich meine, Hexed, was habe ich, Hexed?
Ich habe die ganze Zeit Volt und Hexit und Hexit und Texit und was weiß ich alles im Kopf hier. Deswegen, ich bin gerade alles durcheinander. Es ist halt einfach nicht drauf ausgelegt, dass man es halt einfach langlebig ist, dass man halt wirklich länger spielen kann. Also das ist halt. Naja, es ist sehr, sehr schade und so, aber. Ich meine, sich dann irgendwie ganz krampfhaft versuchen, sind trotzdem noch weiter zu spielen und so bringt auch nichts und ne. Es ist ein Aufmüll und nee, also nee, nein, nee. Bringt nichts, wie gesagt. Naja, ich meine, halt gerade mit Mega-LP-Patch, beziehungsweise Flo und Enno, wie schon in anderen Video erwähnten, Minecraft-Surfer auf. Also, ob das Ganze so klappt, weiß ich nicht. Also, es ist, also mein. Ja, man sagt immer so, alle guten Dinge sind drei. Wobei den ersten Versuch man echt kaum zählen lassen kann. Also, naja, wie manche wissen, der erste Versuch ging ja, wenn man es Versuch nennen kann. Also ich nenne es einfach mal Versuch. Ging ja sehr schnell nach in die Hose und ging einfach nicht gut. Das ging einfach gar nicht. Und der Versuch, bei dem bin ich jetzt gerade ehrlich gesagt verdammt skeptisch, noch immer. Also noch immer nach wie vor. Naja. Wenn alles klappt, dann basteln wir uns einen GTA-Surfer auf mit City Build, einem eigenen Lobby-Surfer und dann sogar noch Survival Games. Also, tja, wie das Ganze, was das Ganze dann für ein Ende nehmen wird, ist bis jetzt offen. Vielleicht haut's hin, vielleicht geht's. Ich weiß es nicht. Naja, müssen wir mal schauen und so. Wie ich schon erwähnt habe, also ich hoffe, dass das Ganze hinhaut. Ich würde es, ja, ich würde es echt feiern. Und wenn es soweit ist, sage ich natürlich Bescheid. Ich werde auch das ein oder andere Video dann von machen und so. Da kommt auf alle Fälle nicht rum. Also da denke ich mal, kann schon ganz gut was draußen machen. Und ja. Keine Antwort bisher. Gut. Also ich habe mich so überfordert. Oder. Oder hat einfach keinen Bock mit BKD. Ist okay, gut. Er will sich nicht machen, dann macht er eben nicht. I just need one, ja, für diesen Igniter-Ding ist da. Schon ein bisschen nervig. Und dann muss man erstmal hier wieder niedergehen und so, weil das Ding, das ist Zeug brennt wie Scheiße. Ne, nicht mal Scheiße brennt so schlimm. Mit kann mein ganzer Spawn abfackeln oder auch noch mehr, also das Teufelszeug. Oh, wir sind schon bei der letzten Spitzhacke, das heißt, wir müssen nach oben. Müssen wir das Licht der Welt erblicken oder so. Warte mal, gibt es eigentlich nicht so einen Befehl? Wie ging denn der? Ah, genau, hier ist es. Und zwei Durability. Mal sehen, wie viel das noch abbauen kann. What? 17? 16, okay, gut. Ja, das heißt, unsere Spitzhacke ist praktisch down. Praktisch und theoretisch und. So, noch 6 Blöcke. Ich glaube, damit schaffen wir nicht mal an die Oberfläche zu kommen. Oh, vielleicht doch, vielleicht doch, vielleicht doch, vielleicht doch. Wenn das dazu hinhaut, ich würde feiern. Ich würde richtig hart feiern. Schaut gut aus, schaut gut aus. Oh, wir kommen ernsthaft an die Oberfläche. Ich glaub's nicht. Wie viel. Wie viel hat die Left? Wie viel Benutzungen? Null! Wenn das nicht genial ist. So, jetzt ist es kaputt. Jetzt haben wir wenigstens einen Platz mehr frei. Also, wenn das mal nicht genial ist, dann weiß ich auch nicht. Oh mein Gott. Das ist aber alles andere als genial. Okay, Zombie mit Skelettenkopf. Das ist. Naja. Wer weiß, das ist auf alle Fälle mal exotisch. Hier sind noch XP.
würde dem Typen ja gerade echt ganz gerne einen Diamond Shard geben oder so, aber das Problem ist halt einfach, dass ich gerade selbst leider auf einem anderen Surfer bin. Okay, so. Wie weit waren wir hier mal alles geclaimed? Genau, ja, genau, alles geclaimed. Sehr gut. Okay. Dann gehen wir. Oh mein Gott. Vertrauen meistens oder öfter mal nicht jetzt unbedingt hier den ganzen Plugins. Ich meine, man kann sich ja nicht nur auf irgendwelche Scripts verlassen, dass man sagen kann, okay, gut. Wird schon nichts passieren, als durch Creeper sonst was. Oh mein Gott. Laggy Mikro-Zombie. Ah, geh weg, geh weg. So, okay. Was hier auf Circlecraft und Spacecraft ja alles abgeht. Ich mal gerade schauen, Slash Scene Blumen 99. Ich glaube, da aktiv. Oh, er ist sogar noch aktiv. Ich bewundere Typen teilweise, wie viel Ausdauer das die A für Minecraft hat und B generell irgendwie für irgendwelche Surfer und so. Und boah, nee, ich weiß nicht, ob ich vor allem allein irgendwie so in der Lage wäre, wie viele Surfer hat mittlerweile 6 oder 7 Surfer zu betreuen. Und na gut, wenn man Ahnung hat und so, dann geht das Ganze wahrscheinlich besser, aber. Ist gut, ich meine, ich habe ja auch Ahnung von Surfern und ja, ich meine, er hat dann noch ein bisschen mehr Ahnung, sag ich mal. Er macht das Ganze doch auch beruflich und deswegen denke ich mal, ja, von dem her hat er wahrscheinlich echt so den Vorteil von dem Ganzen. Ich glaube, mit dem kann man nichts abbauen, oder? Nope. Genau, deswegen haben wir wahrscheinlich Ding liefern für eine Ranch. Prozess. Zinn und Copper. Genau, aus irgendeinem Grund hat mir keinen. Hier ist Copper. Ich will nichts davon wissen. Nein. Okay. Kurz den ganzen Shit abladen. Mal schauen, wir brauchen jetzt um einiges mehr Copperdust. Sehen wir auch nochmal die ID in Klammern und so. Das war übrigens der Befehl F3 und H. Das ist echt ein ziemlich cooles Feature und eigentlich schade, dass es keine Standard-Features für Minecraft ist. Also, dass man das erst aktivieren muss, das geht nicht so ganz in meinen Kopf rein. Ich weiß nicht, das. Keine Ahnung. Ist ein bisschen verwirrend, oder was heißt verwirrend? Das ist ein bisschen eigenartig, weil eigentlich so ein. Ja, Sachen, was eigentlich ein Mod sonst macht, dass man das erstmal aktivieren muss, ich meine. What the fuck? So, genau. Meine Inventar wird hier Key auf eine Taste gelegt und so, deswegen. Erstmal umdenken. Oh, 4 Bronze-Tasten, nice. Ich habe jetzt eigentlich irgendwie eher weniger gewartet, irgendwie so ein oder zwei vielleicht oder so. Bronze Ingot, yay. Wir brauchen genau 4. Aha, okay. Ich verstehe, ich verstehe. So, das ist mir noch rein. Und dann könnten wir jetzt mal rein theoretisch mal anfangen, ein bisschen mehr davon zu machen. Wobei, okay, wir nehmen, wir verbrauchen jetzt kurz den Strom. Es ist gerade 1 Uhr nachts. Okay. So, kannst du mir ein bisschen out of Strom gehen oder so? Ach, scheiß drauf. Ne, oder? Nein. 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 Ach komm. Come on. Nicht dein Ernst, oder? Oh, fuck. Die Ranch brauche ich. Ah. Geil. Okay. So. Man muss. Ah, fuck, ich warte erstmal. Crushed Tin Ore. So, jetzt muss aber gehen, oder? Komm.
Hör auf zu laggen. Nein. Ich will keine Lags. Ja, geil. Okay, so. 8 Browser Dust. Sollte reichen, oder? Genau, reicht. Wir brauchen nur 5. 4. Ne, 6. Ha. Okay, ich denke mal, das Stromschalter dann theoretisch reichen. So, rein theoretisch und so. Aber wir könnten eigentlich schon mal fürs Next uns hier gleich mal ein Schwert craften. Wobei, warte, wir brauchen hier eigentlich mal Schwert. So. Ein Eisenschwert. Und dann eine Pickaxe. So, okay, haben wir alles. 6 erst. Wobei, 6 reichen wir schon, haben wir gesagt. Irgendwas, lass irgendwas stacken. Komm, 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 komm. Können wir erstmal das weg hier. Okay, so. Dritter Anlauf, die dritte Ranch. Und ich erstmal ein Zeug einlagern. Die ist von Industrial Craft, also das heißt, das Ding kann eigentlich nur funktionieren. Genau, und das tut es auch. Sehr gut. Ha, endlich mal. Endlich mal mit hier ordentlichen Maschinen arbeiten und so. Okay, dann jetzt von mir erstmal die Bad Box. Ich muss raushauen und sagen. Okay, machen wir schon mal den Rest hier ab. Und dann sollte das Ganze theoretisch funktionieren, wenn ich das Ganze hier dafür verbinde. Rein theoretisch. So, wie mein Kohl rein. Praktisch, war es aber komplett falsch. Ah, warte mal. Wir brauchen den Output unten. Ich verwechsel das immer. Ich habe keine Ahnung wieso, aber. Genau, jetzt haben wir. Power geht rein und Power geht nach unten raus. So, nun sicher zu gehen, dass auch wirklich unten Power rausgeht. Genau, nice. Okay. So, zubauen. Also noch ein Macerator auf. Okay. Dann wird er gepowert und dann kann ich ja mal. Weiß du geil was, wie viel Kohle reinhauen. Wie bringt das? 8x4 werden. Na, sollte reichen. 32. Wird's fast voll und so. Okay. Können wir hier schon mal das reinhauen und wo war das andere Zeug? Oh, erstmal wieder einsammeln hier. Wobei, ich glaube, ich hau hier erstmal wieder ein bisschen was weg. Jetzt den Müll hier abladen. Das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht. Weg. 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 So, das war schon mal so im Grunde genommen. Und zum Beispiel bei 18 Minuten. Alter Schwede. Okay. Ja, ich sag soweit. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten LP.